Ja, herzlich willkommen hier zu Amazia bei DLP TV, ja, mit euren Danny. Ich muss ein bisschen lauter reden, weil es gibt einen guten Grund. Ja, ihr habt es nicht mit den Ohren. Es ist einfach mein Mikro. Es hat einfach gestern gesagt, nö, ich möchte nicht mehr. Ja, da war ich nur heute bei einem bekannten Laden, der rot ist. Ich darf jetzt mal keine Namensrechte sagen. Ja, wurde da sehr, sehr dringlich abgewiesen. Und ja, jetzt musste ich mir ein neues bestellen und ja, das dauert jetzt ein paar Tage, bis das nun angekommen ist über die gelbe Firma, da wo ich den Namen nicht sagen darf. Und ja, wenn es ein bisschen dumpfer klingt, tut es mir echt leid, aber wir haben heute das Beste gemacht, um zwei Headsets zu verbinden. Also sehr, sehr ulkig. Ich werde auch mal ein Bild dazu posten bei unserer Facebook-Gruppe. Ja. Wie gesagt, meine Lieben, wir werden heute mal gucken, was hier so Neues ist, was wir noch nicht gefunden haben. Und ja, wie gesagt, nur noch einmal, wenn heute ein bisschen alles blöd klingt, es ist meine Schuld. So, dann werden wir mal gucken, was wir so Schönes hier finden. Ja, letzte Folge haben wir diesen Generator hier gestartet und gucken wir mal, was wir so noch finden. Das sieht aus wie ein kleines Plättlein. Ja, von 19. August 1899. Von Reichenbach schreibt die... Ja, ich lese mal nicht vor, sonst kriegt ihr heute noch Ohrenkrebs. Wie es sowieso schön ist. Ja. Hier haben wir noch eine Maschine. Oh. Ja, wie man sieht, fehlt hier wieder so ein Teil, das wir jetzt mal finden müssen. Wo das auch immer ist. Hier ist es nicht. Hier liegt das alte rum. Ja, aber das alte nützt oder nützt uns was. Wir gucken mal. Heben wir es mal an. Hauen wir es mal rein, wo. So. Ja, kann ja nicht gehen. Die Verbindung geht nicht. Dann müssen wir halt das andere suchen. Schauen wir mal in jede Ecke hier. Ja, meine Lieben, nicht nur ich habe das Problem. Ja, unsere Kate hat auch das Problem. Sie moderiert ja auch über mein Headset. Oder das, was gerade noch so von übrig ist. Ja, ist lustig, aber war... Wie gesagt, zwei Headsets zusammengebunden, 2-1. Habe ich auch noch nicht gehabt, aber wie gesagt, ich habe das Problem schon zweimal gehabt mit dieser Firma. Und werde natürlich nichts mehr von dieser Firma bestellen. Gleicher Fehler, gleiches Problem, gleiche Uhrzeit. So. Genug geheult, schauen wir weiter hier. Eieiei, ich habe es gefunden. Hab's gefunden. Komm, nimm auf. Ja, nehmen wir das mal mit hier. Nein! So, dann schwebt mal hier diese Zündspule, nenne ich sie jetzt mal, über den Boden. In die Maschine. Und warum nehme ich nicht mehr auf? Ich nehme noch auf. Ja, unsere Kate fängt gerade an zu lachen. Ich lache auch gleich. Das ist nämlich nicht so meine ganze Woche, ich weiß auch nicht. Erst geht mir das Headset kaputt. Dann geht der Rechner nicht. Da vorne steht jemand und guckt mich an. Ja, und jetzt denke ich auch noch, ich nehme mich auf. Also, liebe Freunde, es ist nicht meine Woche. So, werden wir mal durch diesen Schmarotter. Schmarotter laufen. Schmarotter. So.
Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Ja. Zumindest hat er eine bessere Stimme als ich. Ich klinge heute ein bisschen verrotzt, was ich eigentlich komisch bin. Warum hänge ich denn jetzt hier schon wieder fest? Ach, Junge, Junge, Junge. Lass mich doch mal los. Danke. So, wir sind jetzt irgendwie hier runtergekommen. Ich schätze mal, wir müssen jetzt hier lang. Aha. Aha. Hä? Sind wir doch vor uns gerade lang gekommen? Ui. I told you he'd come. Was ist das? Tresor? Bulluhu oder was ist das? Drehen wir mal eine Runde. Ja. Hallo? Ja, wenn ich jetzt hier drehe und hier schiebe und hier drücke, das geht nicht. Das geht auch noch nicht. Das geht auch noch nicht. Ja, was ist denn jetzt hier wohl? Das lässt sich nicht drehen. Und öff! Und öff! Geht nicht. Warum geht das nicht? Geht auch nicht. Das brauchen wir auch gar nicht erst zu versuchen. Fehlt mir hier irgendwas? Habe ich hier irgendwas übersehen? Zum Beispiel das. Extraordinary, quite extraordinary. And you built it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and faint in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Okay. Ich hoffe zumindest, dass das, was jetzt gewirkt hat, dass ich hier irgendwas machen kann. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das will auch nicht. Ja, dann kann das ja nur gehen. Cool. Okay. Okay. Ich komme mir gerade vor wie ein U-Boot hier. Ja, das ist an. Hier ist kein Druck oder was? Aha. 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 Hey, ich war los. Was war das jetzt für ein Geländer? Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Das fragen wir uns bestimmt noch um 2 Jahren. So, wo sind wir jetzt hier angekommen? Wir sind jetzt hier angekommen in einem kleinen Bauplan. Oder das sieht eher aus wie eine Fabrik. Eine Fabrik sieht eher. Was? Ja, wahrscheinlich gibt es hier mehrere Fabriken. Fluchteinbruch, Notabscheidung in Kraftwerk. Oder in Kraft. So, können wir hier noch irgendwas mitbringen? Hier ist
zu. Ah. So, meine lieben Freunde, nächstes Kapitel hier. Das Halsband, der Hals und der Galgenstrick. Wir laden und es geht los. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück. Wir sind ja bloß durch die Tür gegangen. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Es klingelt schon wieder ein Telefon. Das kann ja nur der Anton sein. Hallo. Okay. So, dann werden wir mal hier ein bisschen Licht machen in diesem dunklen Gewölbe. Hier kommen wir nicht rein. Ja, böse, düstere Musik schwebt uns schon wieder vorweg. Hey, die Musik ist cool. Die zeigt ja Brust. Muss ich auch noch einen Balken davor setzen, oder was? Ja, zwei. Naja. Herein! Hallo! Ah. Zu neblig. Wir kommen hier. Ist schon wieder ein kleines Kapuff. Also werden wir wohl in den düsteren Nebel rausgehen müssen. Nicht so einfach, so eine Türe aufzubekommen hier. Was? Warnung! Treibstoffpumpen, flüssige Chemikalien, diese Materialien sind höchst ätzend. Schutzkleidung ist Vorschrift. Ja, dann möchte ich bitte eine Schutzkleidung haben, wenn das schon Vorschrift ist. Was liegt denn darum? Was zum Teufel liegt hier? Ja. Schweinekoteletts. So. Wir können nicht drehen, also gibt's hier noch ein Geheimnis. Ja. Hier ist ein fliegendes Schweine, wollte ich mal sagen. Ja. Fliegende Schweine. Ja, die mir auf keinen Fall hier rumschleudern werden. Ja, jetzt kommt ja leider Türschutz. Hallo, ich bin Mr. Schwein. Möchten Sie hier vorbei? Das lasse ich nicht zu. Ja, überall diese Schweine hier. Werden wir mal hier rauskriechen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig war.
Ich schätze auch mal schön. So, meine Lieben, würde ich jetzt sagen, verabschiede ich mich jetzt hier in dem Part 5. Und wie gesagt, es tut mir echt leid, dass ihr mich so grauenvoll hören müsst. Ja, aber leider lassen die Umstände es nicht anders zu und wir geloben Besserung. Ja, dann bis zum Part 5. Dankeschön.